Willkommen zurück zu Guild Wars 2, die Iceboot Saga Champions, Kapitel 2. Macht? Das hieß doch Macht, ne? Ist das Macht? Come on. Ja, es hieß Macht. Schnell nochmal nachgucken. Ist sowieso eigentlich irrelevant später diese Zwischenkapitelnamen, weil, ne, das spielen dann am Ende dann in einem Rutsch durch. Ja. Vermutlich die letzte Folge erstmal für dieses Kapitel, für den Kapitelabschnitt, denke ich mir mal. Ich bin noch im OBS drin. Die letzte Drachengehilfsmission, die wir jetzt machen werden. In den Schneekuhnhöhen. Hätte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Hatte auf dem Rückweg von Ebon Falke vom Doric-See gehört. Dachte, ich könnte potenziellen Verbündeten Bescheid sagen. Ohne ihre Warnung wäre noch mehr Leben durch Agenten von Jormark vernichtet worden. Unsere Zuflucht steht allen offen, die in Not sind. Wenn der Gegner kommt, werden wir bereit sein. Warten können. Was? Es sind schon zwei Eisboot getötet worden, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben. Alles klar. Und wir können baggern. Oh, baggern. Baggern sind toll. Da steht ja auch, lass sie brennen, ne? Ich glaube, die gehen auch irgendwann aus, ne? Baggern. Ich muss euch alle retten. Gegner sind aber alles so normale, ne, also jetzt ist aber noch keine Flammenschale ausgegangen, also wahrscheinlich wird das im nächsten Moment passieren, aber so meine kleine Kavagan-Armee, die kommt jetzt mit mir und wir haben jetzt richtig viel Spaß. Dahin muss ich die Quadern, glaube ich, bringen, ne? Ja. Zählt einfach auch, wenn einfach so diese Coda an, einfach die Eisbuch töte, da zählt das auch für mich. Das ist halt einfach. Man kann sich auf komplett was anderes fokussieren und die Kodan kriegen das schon hin. Das ist halt krass. So. Dann kümmern wir uns hier nochmal um so ein paar Flammenschalen und natürlich um Quagga. Nein, da ist wieder ein Quagga. Ein Quaggan braucht Hilfe. Okay, wir haben das. Dann hole ich mir hier nochmal dich hier. Vom Quaggan. Dich. Ah, die gehen zwar aus, aber das wird nicht zurückgesetzt. Also man erhält halt quasi trotzdem den Fortschritt hier. Gut, so. Jetzt sind es eigentlich nur noch Quaggan, die wir uns holen müssen. Da ist noch einer. Ist sogar schaffbar alleine alles. Quaggan. Holen uns hier nochmal. Na, hier Quaggan, komm mal rein. So. Wenn ich jetzt hier so lang fliege und das schnell alles mache. So, ziehen, los. Scheiße. Ja, man hat halt sehr, sehr schön, dass die Gegner hier sehr schnell sterben. Aber man hat auch super lange im Kampf drin bleibt, leider. Ich habe ein. Das sind 8. Ich brauche noch 3, ne? 9. So, jetzt habe ich. Ne, irgendwie. Ne, da. Doch, sind 2. Gut, einen brauche ich noch. Da hinten sind noch welche. Oh, super. Und den nehmen wir auch noch mit. Ich meine, wir lassen hier keinen Quaggan zurück.
Das ist echt super. Und die rennen ja quasi sofort hinter mir her, wenn ich hier lang fliege. Also, wir kriegen ja hier 3 von 3, ne? Ja. Kommt das nur mir so vor oder fühlt sich das hier wie eine Ablenkung an? Ich meine, nicht wie die eigentliche Vorstellung. Als Braham sich meldete, sagte er, draußen vor den kodanischen Mauern ginge noch etwas anderes vor. Mich um die Sicherheit der Siedlung zu kümmern, ist meine wichtigste Aufgabe. Ich kann euch führen, doch ich kann keine Truppen entbehren, um eurer Expedition zu helfen. Wir würden niemals darum bitten. Was ist mit den übrigen von euch? Was? Wir haben hier den Super-Buff hier. Besser geht's ja gar nicht. Und ja, ich nehme mal hier kurz den. Achso, kann ich hier machen? Kristall abziehen. Also Kraft abziehen. Achso, jetzt habe ich hier so Kraft. Die lädt auch nicht mehr auf wahrscheinlich, ne? Nee, schade. Was denn für ein Buff? Lebenspunkte regenerieren, okay. Achso, aber den Unterschied beschützt. Kommandeur, wir nähern uns Lied vom letzten Exil. Wir werden euch auf dem Weg treffen, Brian. Ich habe ein paar Freunde mitgebracht. Es ist halt wie die ersten Drachengehilfsmissionen. Also man macht einmal dieses eine Vorbereitungsevent und läuft dann einen Weg entlang, wo man dann jemanden eskortiert. Und dann am Ende kommt ein Boss. Und dann haben die es sogar noch so gemacht, dass die ganzen Gegner hier super leicht zu besiegen sind. Man kann nie zu viele Schätze haben. Wie am Doriksee? Nein. Ganze Dörfer wurden eingefroren. Und wir kämpften mit Zwanier-Schamanen, nicht nur mit Kriegern. Ich fühle mich stark. Ja, das schon, da würde ich jetzt da festhängen. Ich habe nichts gehört. Wir kommen näher. Der Schmerz wird stärker. Ja, was auch immer Bram da für Schmerzen hat. Jormark macht keine neuen Gefrorenen aus Toten. Was tun also seine Lakaien hier? Ich höre noch immer nichts. Brayan, ihr spürt nicht zufällig gerade wieder Zerstörer? Nein. Es ist Druck, der sich in meinen Ohren aufbaut. Es geht um die Geister. Ich kann es nicht erklären, aber ich kann den Unterschied fühlen. Ihr erinnert mich an unsere Stimmen. An die, die Koda berührt hat. Vielleicht ist die eure eine ähnliche Sensibilität. Lasst euch nicht von ihnen ablenken! Beziehungsweise ja mal stoppen und Kodan Klau muss natürlich wie immer die ganze Zeit schon überleben. Gut, dann machen wir das mal hier. Ich fühle mich stark. Oh, das hat wehgetan. Ja. Eigentlich angesichts Jormas Kraft ausrichten zu können. Ihr seid nicht gepanzert. Die Stärke des Rudels zu keinem. Ich habe es gehört. Ich kenne diese Eule. Das spüre ich nicht. Beeilt euch. Ich hoffe, ich bin bleiben.
Oh, der Eulengeist. War da? Da hinten müssen wir hin. Da ist durchaus noch ein... Achso, nein, kein weiter Weg mehr. Keine Lebenden da draußen. Nur die Erinnerungen von jemandem, der ein Stein geschlagen. Durch den Bossfight, den dürfen wir natürlich nicht vergessen, der wird da auch noch kommen. Aber der soll ja, der wird ja bestimmt richtig kurz laufen, weil wir haben ja unsere drei Buffs, ne? Immer ja, da war's wieder, ne? Dieses blöde. Wenn wir vom Weg abkommen sind, müssen wir erst wieder zurücklaufen und dann wieder auf den Weg zu kommen. Das ist. Keine Ahnung, warum man das macht. Bei dem Jahr, das ich hatte, habe ich keine Zeit für so etwas. Geht aus dem Weg. Ich habe nicht darum gebeten, der Norn der verdammten Prophezeiung zu sein. Stimmen haben nichts zu sagen, wenn ein höheres Ziel ruft. Sie erlauben der Ehre, sie zu formen, genau wie ihr es müsst. Oder vielleicht ist er der Norn der Prophezeiung wegen allem, was er getan hat. Spirituelle Führung, ich verstehe. Die habe ich gebraucht. Aber es sind eure Entscheidungen und eure Handlungen, die zählen, Braham. Sie sind es, die euch ausmachen und was ihr seid. Oh ja, wahrscheinlich da oben, ne? Ja, wahrscheinlich da oben das. Ja, der Beherrschungspunkt. Diesmal darf ich nicht vergessen, ihn mir zu holen. Ich habe mich einmal ins Exil gebracht. Doch wenn es sein muss, werde ich noch weitergehen, um die Macht von Jormak fernzuhalten. Ihr werdet uns helfen, so oder so. Weshalb macht ihr es euch nicht leichter? Verdammnis hat keine Leichtigkeit. Rieland kanalisiert verdorbene Geisterenergie. Er wird ihr das Leben entziehen. Die hier hat sich einst Jormak versprochen. Lässt oder nicht. Und mein Drache nimmt Versprechen sehr ernst. Ja, wir dürfen rollen. Okay. Wir werden nicht in der Lage sein, ihn zu bezwingen. Wir können Eule nicht Lust so zurücklassen. Zu töten steigt. Jormak darf sie nicht bekommen. Wir müssen ihn nicht töten. Konzentriert euch auf die Verbindung, Briar. Kess und ich werden seinen Fokus teilen. Ich habe nicht erwartet, dass wir jetzt gegen ihn kämpfen. Also ich meine, wir müssen ihn nicht töten, aber es wäre doch eigentlich schön, wenn wir das machen würden. Ah ja, ich habe mir schon sowas gedacht. Also am Anfang war es ja auch so, dass Timmy dann die ganze Zeit auf Braham auch in den ersten Mission, in der ersten Mission eingeredet hat. Hey, jetzt mit Jormak zusammenzuarbeiten ist vielleicht nicht unbedingt so das Dümmste. Also ja... Doch. Man sieht es ja. Ja, oder? Auf den Zehen. Okay, was auch immer ich da machen musste, es hat zumindest nicht irgendwie bewirkt, dass der Kampf fehlt ist. Die Stärke des Rudels! Was ihr tut, ist grausam. Was ich tue, ist notwendig. Okay, ich mach mal das Portal erstmal zu. Eventuell kommt dann immer noch wieder was da durch, deswegen. Ne? Das sind, achso, da sind mehrere Portale, ja, gut. Ich denke mal, das ist eine Spawn-Obergrenze, die bei den Portalen. Ich denke, das ist gar nicht so schlimm, wenn wir da die erstmal holen lassen.
Ja, also, ich muss ehrlich gesagt sagen, diese Mission hier, die überrascht mich doch schon ein bisschen, weil die schon ein bisschen anders ist als alle anderen. Und vor allen Dingen habe ich nicht erwartet, dass wir gegen Wuland selbst jetzt kämpfen werden. Auch wenn unsere Absicht jetzt nicht ist, ihn komplett zu töten. Was eigentlich, was man doch eigentlich doch schon versuchen könnte zu machen, weil, ne? Ist es natürlich jetzt so, dass, klar, Wuland jetzt nicht mehr auf uns bauen kann und Jormag natürlich auch nicht, weil die sich jetzt gegen uns gewandt haben. Oder zumindest Sachen machen, die wir nicht gut finden, die wahrscheinlich alle nicht gut finden. Das heißt, die Story wird sich jetzt wieder ein bisschen ändern, aber das muss halt auch irgendwie passieren, ne? End of Dragons, also, weil, ich weiß nicht, ob... Also End of Dragons, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, dass man da irgendwie eine Geschichte über Jormag und Mordus macht, weil ich glaube, die haben mit Kanta und so weiter und so fort nicht so wirklich viel zu tun. Deswegen muss da jetzt was passieren hier in der Episode Champions. Oder halt eben der super Story-Twist, der dann wieder zu End of Dragons passt. Ne? Das hat auch einfach, irgendwie passt doch einfach nicht, dass man mit Jormag zusammenarbeitet und dann gemeinsame Sachen macht. Das war von Anfang an doch irgendwie ganz merkwürdig. Also ja, storytechnisch durchaus ein, ja, so ein Twist hier, gut, ja, alles klar. Finde ich gut. Content, also Gameplay, Content-mäßig, ja, gut, ist halt wenig, ne? Also, und auch trotzdem enttäuschend, weil du halt einfach, also man bekommt halt wieder wieder gleichen Content oder ähnlich gleichen Content wie beim ersten Kapitel. Nichts Besonderes. Das ist ein Portal. Nichts Besonderes. Aber. Ich sag mal so. Es ist nicht schlecht. Aber es ist auch nicht gut. Es ist enttäuschend. Aber ich würde jetzt nicht sagen. Hallo, das dich bitte haben. Ja. Es ist der einzige Weg. Ja, versuchen wir. Also, es ist jetzt nicht irgendwie super, dass man, also man sagt jetzt, oh, Guild Wars ist zum Scheitern verurteilt, dadurch jetzt. Also würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke mal auch, dass man durchaus so ein bisschen Spaß haben kann, wenn man jetzt komplett Champions in der gesamten. Gesamt für sich spielt, wenn dann irgendwie alles draußen ist. Aber es ist jetzt auch kein besonders hochwertiger, unglaublich toller Content. Also, ne? Und ArenaNet hat ja sowohl die Eisblutsage, die halt an sich nicht super besonders war, außer jetzt Nieselwald. Die Map an sich, die Story war da zumindest der erste Teil nicht so berauschend, aber. Die Map zumindest ist ganz cool. Gewalt. Auch wenn die ein bisschen zu lange dauert. Ich fühle mich stark. Ist trotzdem eigentlich ganz gut. Das ist eine gute Idee. Aber insgesamt, das, was für ein Aufwand ArenaNet da mit der Eisbrutsaga gemacht hat. Wow, Beyblade, wow. Das spiegelt in keinster Weise wirklich die Qualität dieses Contents hier, also den gesamten Content der Eisbrutsaga wieder. Kein Fall. Ja, komm, ja. Und auch hier Champions, dass wir das so aufspitten und dann wieder so tun, als wäre Champions so besonders, dass wir das aufspitten, damit es halt irgendwie gefühlt größer wirkt. Es ist weder größer als alles andere von ArenaNet, also wenn geht, was wir da rausgebracht haben, noch ist das irgendwie super besonders. Also man hätte das auch gar nicht überhaupt aufschlitzen brauchen, aber das haben die wahrscheinlich wegen End of Dragons gemacht, damit die halt sich ein bisschen mehr Zeit verschaffen,
und halt nicht so viel, nicht so große Leerräume, die zwischen der Erweiterung und der Eisbeklager stehen. Was ich durchaus verstehen kann. Aber trotzdem, es kommt halt nicht so gut rüber. Deswegen muss ich durchaus Reddit zustimmen, dass der Content leider sehr enttäuschend ist. Sehr enttäuschend wird. Aber ach, schlecht auch nicht. So, man kann ihn spielen, man kann damit dann Spaß haben, aber halt nicht lange. Man spielt die Story und das war's. Danach hat man eigentlich keinen wirklichen Spaß und Motivation mehr, das zu machen. Gut, außer vielleicht für die wenigen Beherrschungspunkte, die man nur noch rausholen kann, aber Story reicht vollkommen aus, dass man alles gesehen hat und das nicht nochmal machen braucht. Eigentlich mein Pet greift gar nicht an. Mein Pet ist das tot? Ah, mein Pet war die ganze Zeit tot, lol, das habe ich nicht bemerkt. Alles klar. Beschütze mich! Gemeinsam können die Ewigkeit den Sturz steuern. Ihr seid Lass ihn sehen, was kommt jetzt? Norn der Prophezeiung. Sagt es ihnen. Wir haben Eule befreit. Nehmt euren Sieg und geht. Wir haben noch drei weitere verdorbene Geister, die wir nutzen können. Dauert vielleicht länger, doch wir werden es schon schaffen. Eule, sie ist fort. Für immer. Gewillt, sich zu opfern. Schon wieder. Darf nicht vergebens sein. Ich habe das Tor unter Jormaks Zitadelle aus Eis geöffnet. Das war es, was Eule zurückbrachte. Sie verwundbar machte. Ihr seid nicht für Riland verantwortlich. Oder für Jormark. Vielleicht nicht für ihre Entscheidungen. Für meine aber schon. Was hat Eule gemeint mit gemeinsam können die der Wildnis den Sturz steuern? Ich weiß es nicht. Warum kann ich Zerstörer spüren? Was bedeutet Eules Botschaft? Wie kämpfen wir gegen zwei Altdrachen auf einmal? Beruhigt euch, Braham. Wir werden es herausfinden. Das tun wir doch immer. Die Geister der Wildnis kennen Jormark länger als irgendwer von uns. Vielleicht können sie ihr helfen, ehe noch mehr von uns sterben müssen. Vielleicht können sie das. Oh, hier ist auch wieder nichts zum Talken. Leider. Ich hätte nicht erwartet, dass sie hier zumindest am Ende noch was zum Talken haben, aber gut. Kann aber diesen Beherrschungsbalken komplett aktivieren. Nice. Haben wir auch lange nicht mehr, dass das irgendwie mal hier in der Folge einen Beherrschungspfad komplett macht. Ja, dann sind wir hier beim großer Champion. Ja. Was auch immer. So, natürlich, dass wir da noch Beherrschungsfahrten so, ne? Ich muss da noch mal kurz hoch. Normalerweise übrigens kommt man da nach ganz oben, wenn man von hinten da auf dieses Dach raufgeht. Aber mit einer Himmelschuppe kann man einfach so hochfliegen. Weil ja normalerweise in der offenen Welt ist hier oben ja ein Aussichtspunkt. Ich bewege etwas. So, damit haben wir den letzten. Beweger. Die letzte Beherrschung. Mehr haben wir hier beherrschungstechnisch nicht in den Achievements. Nur halt hier mit diesen Sachen, das. Sammler vulkanischer. Ach so, lol. Hat mich jetzt wieder mega verwirrt. Ah, das hatten wir irgendwie noch.
Bezwingt den Zerstörer der dritten Festung, ohne Flammschock getroffen zu werden, während der Ausrufung finaler Boss. Okay. Ja, gut, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Ja, das vielleicht müssen wir doch so, muss ich doch noch das eine oder andere hiervon machen, um halt wirklich genug Punkte zu haben. Aber vielleicht auch gar nicht. Ich meine, ich habe jetzt hier, wie viel habe ich? 8 Punkte, 2, also das sind 5. Das sind also, ne, hier 6, 8, das sind 8 Punkte. Also im Endeffekt mit den Punkten, die ich habe, könnte ich bis hier skillen. Beim nächsten Mal irgendwie vielleicht sogar 4 Punkte dazukommen. Also, ja gut, man weiß nicht, es sind noch ganz viele, aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Wir gehen hier auch raus und schauen jetzt mal nach, ob es noch weitergeht oder ob jetzt hier die Story wieder kurz pausiert wird. Das dummerweise in der Mission nicht gesehen habe. Das wird da nicht angezeigt irgendwie, aus irgendeinem Grund. Und es lädt wieder endlos. Ah, zack. Ja, Ruf im Sturm. Ruf, genau. Ruhe. Ich wollte eigentlich Ruhe nach dem Sturm sagen, aber Ruhe im Sturm. Bereitet eure Verbündeten vor und wartet die nächste Entwicklung in der Schlacht ab. Und mit Fürstin Camilla im Auge des Nordens, die ist da hinten, sprechen. Ja, oder da ist sie. Denn sprechen, um halt weiter Nachrichten zu erfahren. Ja, wir sind durch. Das war's. Jetzt ist hier übrigens auch wieder, okay, jetzt ist hier übrigens wieder, der Kaufmann hier, dieser. Hä? Will ich mich verarschen? Warte mal. Der Kaufmann hier, der da. Manche müssen kämpfen, damit alle frei sind. Das ist ein Spieler. Ich habe mich gerade verwirrt. Ich dachte, dieser Silvari-Kaufmann ist wieder da, aber das ist aber nur ein Spieler, der in dem Bergenkaufmann drin steht. Okay, das hat mich jetzt maximal verwirrt. Aber ja, hier hat man dann eben, ne, hier bekommt man dann die Aktivierung für den nächsten Beherrschungspfad hier. Das wird dann wahrscheinlich auch, wenn das nächste Update kommt, dann wieder so sein. Und ja, hier war das irgendwie bei dem, in der Kategorie, glaube ich, war ja der erste Aktivierung. Die macht irgendwie gar nichts. Und wieder, wenn ja ein großer Champion der verbündeten Fraktion geworden sei. Also wahrscheinlich ist die auch die nächste Händlerin. Also was gehe ich mal davon aus, aber noch ist da nichts irgendwie. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung oder bin immer noch so, dass das sehr enttäuschend war, was wir hier als Content bekommen haben. Aber, oh, da kann ich hier mal, ne? Aber es ist trotzdem so, fuck, hat sich nicht alles hier, es ist trotzdem so, dass der Content, den wir jetzt hier gespielt haben, dass der nicht an sich nicht schlecht war. Er hat mit dem Moment, kurzen Moment, hat der Spaß gemacht, aber den spielst du einmal in der Story und dann hast du irgendwie auch keinen Bock mehr wirklich drauf. Also müsst ihr sehen, das war es zumindest dieses Kapitel macht und dann, ja, sehen wir uns bei Guild Wars 2 zumindest wieder, wenn es dann heißt Kapitel 3. Mal sehen, ob das dann auch so wird wie dieses Kapitel hier. Dann werden wir bis End of Dragons wahrscheinlich nichts anderes bekommen. Jetzt so ein Content, da kann man sich dann schon drauf einstellen. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Kapitel oder auch bis zur nächsten Folge von einem anderen
Projekt, was ich dann auf meinen Kanal bringe. Ne? Es gibt noch, durchaus noch andere, sage ich immer wieder. Es gibt nicht nur Guild Wars 2, was ich mache und so weiter und so fort. Es gibt auch noch anderes, was ich auf dem Kanal mache. Kann man sich mal reinziehen. Und natürlich, auch noch hier mal kurz gesagt, also nicht natürlich, aber es hängt für mich halt sehr viel von End of Dragons ab, ob ich noch weiter die Motivation finde, darüber hinaus Guild Wars 2 zu spielen, weil wenn sich jetzt nur noch Content in dieser Qualität, wie wir es jetzt haben, rausbringen und End of Dragons auch nichts anderes wird wie eine Art Content hier, was ich nicht glaube, aber ne? Dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wirklich, dass ich das MMO switche, weil dann Guild Wars 2 dann für mich dann irgendwann nicht mehr das spannende MMO ist, wo ich dann immer wieder gerne zurückkehre. Ist es momentan noch, aber wie gesagt, ne? Ich hoffe, das bleibt auch so. Also ich hoffe wirklich, dass ich mit Guild Wars 2 auch noch ganz lange Spaß haben werde, zumindest so lange, wie es läuft und vielleicht auch ein Guild Wars 3 dann, wenn es dann kommen sollte, vielleicht oder auch nicht. Oder das nächste Projekt von ArenaNet, wenn da mal eins, was die ja, die machen ja viele Projekte und stampfen die immer wieder ein. Vielleicht schafft es dann irgendwann mal ein Projekt dann mal auch released zu werden. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.